das, ja, kriege ich. Ja, so bezahlt, aber jetzt gucken wir mal. Gibt's denn jetzt vielleicht irgendwo in der Nähe? Was ist denn Bounty in Korsika? Ja, er hier, wo ist er denn genau eigentlich? Asset World in a System of a White Primary Star. Also hier oder da. Alpha Sun, dann lassen wir erstmal nach Korsika. Fliegen. Schauen, ob wir da oben Arbeit finden. Ja. Running from your fleet. Wir fliegen überall Wracks rum. Hyperion Class Frigate. Mitnehmen. Sehr gut. Hat irgendjemanden ein Kabale Detachment, glaube ich, ausgenommen hier. Da hängt auch noch was. Dominator Class Heavy Cruiser. Okay. Ja. Ja. Ah, hi John. Sein Performance bestattet, wird's heiß. Man weiß ja, dass das er wie für Frauen. Da müssen wir schauen, dass wir. Na klar, zur Grüße, um dieses Entschweifen der Hornissen zu entgehen. Vor allem, wenn wir Sui heiß begehrt. Ja, oh ja. Sui ist mit seinem Hut natürlich ganz, ganz vorne mit dabei. Jetzt immer langsam durch. Ja, irgendwas verlangsamt uns. Ne? Das dürfte ja der Dominator sein, oder? Oh, es ist ja auch der Dominator, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Wir brauchen nicht mehr viel. Ja, ja, ich weiß, wir sind aber. Oh, wir sind nicht mal. Also gleich da. Mit einem Konvoi. Vielleicht irgendwo eintauchen, um Supplies zu kaufen unterwegs. Wie langsam einem das gerade vorkommt. Ja, wir müssen. Scheiße. Ja, dann können wir nach Byzantium mal. Auf die Schnelle. Thracia. Immer ein schönes System zu besuchen. So. Grüße. Mit Heavy Blaster. Ja. Nette Waffen, Facelances vielleicht, nicht mehr, sondern ist alles tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Vom falschen Baum gedacht. Nein, das. Also Trinkel kennt sich da sehr gut aus, der kann das extrem gut einschätzen. Da bin ich überzeugt von. Was machen wir jetzt mit dir hier eigentlich? Richtig Endmove Bolly, viel bräuchten wir dann so im Schnitt. Gott. So. Also wieder sehr knapp, aber wir haben jetzt viel Cargo auch, also wir können damit arbeiten. Wir brauchen aber auch Sprit. Wir sollten das Ding natürlich auch refitten, sonst ist irgendwie witzlos. Du hast zwei Sabers, ein Iron Beam. Jetzt hier einen zweiten Iron Beam. Jetzt keine Waffen für 3000 kaufen. Sich einlagern, oder? Kann ich nicht einlagern. Kann ich auch nicht scattern, also echt nicht. Ja, bald. Ja, wir können die einfach mitnehmen, ja. Und
ganz gerne irgendwie ihre Light Auto Cannon mit Buckheads, Hidden Subsistence. Ja. Distributor ist ja fast auf Null. Erstmal das Ding einfach frei fürs Erste. Also den gemeinsetzenden Kampf, den hier. Den lassen wir erstmal, der kommt einfach mit. Bloß weil ich mit runterladen, schauen wir mal. Ah, cool, könnt ihr ja erzählen. Wie. Oh Gott. Na? Probleme, Imperial Guard. Plus 10. Da waren die Reparaturen, die wir gerade machen, nebenher noch. Gibt es hier zufällig eine System Bounty oder sowas? Nee, es ist alles ein Korsika. Ja. Ja, so Korsika halt ist, ne? Da wollten wir eh hin. Da ist Korsika. Dort können wir jetzt 50 Tage lang Piraten jagen. Sollte jetzt mit der Flotte kein Problem sein auch. Ihm wird eher sein. Gott. Ja, Problem ist eher sowas hier dann, wenn man in der Sonne reinspringt. Wo sind denn die ganzen Piraten hier? Oh, da. Wird darüber gekämpft schon. Ist ja ein größerer Raid, glaube ich. Wird auf jeden Fall die Station angegriffen. Tritakion Security Flotilla. Kämpft denn hier alles? Ich selbst schon auf jeden Fall mal erstmal. Ah ja, guck mal, Land 2. Nebul und Glas Civil Transporter. Was, die mit dem... Ja, ihr seid eh alle total am Arsch. Wir werden euch nicht mitnehmen. Wir werden euch salvagen. Hm? Ich nochmal. Gibt's schon einen Plan, was wir machen im Imperial LP? Naja, free for all halt, ne? Wir werden gucken, dass wir halt eher kleine Nationen spielen. Was haben wir gerade entdeckt? Debris Field. Irgendwas. Hier, nächstes Debris Field. Gallische Dörfer, nee. Also was ich auf jeden Fall nicht spielen werde, sind Barbaren, denn die sind jetzt richtig am Arsch. Weil alles, was gute Technologie hat, einen total weghaut. Oh wow, cool. Das war ein Händler oder sowas tatsächlich hier. Das ist jetzt natürlich nicht der Grund, wieso wir eigentlich hergekommen sind. Wir wollten eigentlich Piraten jagen. Ja, aber gut. Will ich das Zeug, was hier so rumliegt, mitnehmen. Das ist, glaube ich, ein neues Debris Field, ja. Okay. Trikulix. Das passt auch noch wohl eigentlich. Ja. Trikulix. Ist das jetzt? Das haben wir schon alles. Ja. Wo sind denn die anderen Piraten so? Gammeln die denn? Da gibt es wieder Kontakte in dem Bereich. Gott, 3620. Private Yacht, nehmen wir mit. Wenn wir das Zeug verkaufen, was wir dabei haben, dann sind wir auch, naja, nicht gemachte Männer, aber zumindest haben wir da ein bisschen Geld. Jetzt war ein Monat Zeit dafür. Dann aber tatsächlich eigentlich gewesen. Hm. Da ist tatsächlich eine Flotte.
Gegen dich, ja. Pursue them. Take command of the action. Komm von unten, kommst von links. Du kommst von rechts. Du kommst von links, du kommst mit mir. Du kommst von rechts. Deploy. Jetzt für Supplies. Full Assault. Go. Jetzt ist ja auch dabei jetzt. Das ist eine gute Frage. Hat er geschrieben, er schreibt uns morgen oder so. Das Aim. Von links und rechts vorbei an den Typen. Okay. So. Skimmen wir ein wenig nach vorne. Kommen, aber wir treiben ihn zum, was habe ich hier, Anführer, der einfach in dem Hound sitzt, ne? Es ist keine Waffe zum Kampf gegen kleine Schiffe, das stimmt. Wird hier wieder eindrucksvoll bewiesen, ne? Ein lustigen Mini-Pulsar können aber auch mal was machen, ne? Er kann mir auch nicht viel antun, aber trotzdem. Rückt doch mal um die Ecke zurück hier. Hier ist eine Schilde. Was ist denn los mit dir? Das ist nur ein Hound. Oh, jetzt ist auch noch überladen, ja. Das ist definitiv zu schnell. Sehr gut. Die anderen haben es geschafft, zumindest die anderen auszuschalten. Gut. Ein Mitglied, das escaped, was? Nein, oder? Tatsächlich haben es zwei geschafft. Ship Recovery? Dich? Not Gunboats, Structure Dance, Miss Shapen, Turret Gyros. Ach nee, du warst der. Ja, du warst das Ding ohne Schilde, glaube ich. War alles mit. Was ist mit Manowar los? Liegt der in die Pizza am. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Der ist ganz schön faul geworden in letzter Zeit. Spielt kaum irgendwas mit uns und so. Man weiß es nicht. So, wenn ich jetzt noch ein paar ordentlichere Piratenplot finden würde, wäre ich glücklich. Nämlich zwei Bounties hier gerade, von Tritachion und vom Imperium. Ich schon hier. Yep. Ja, das war die vorhin hier hatten. Wir haben den hier nach Süden verfolgt. Scamp. Wir können ja mal nach Sidonia hier. Hi. Verkaufen ein bisschen was. Schwarzmarkt, wie sie es gehört. Harpoon MRMs und die lassen wir mal. Salamander können. Mini-Flak kann. Light Machine Gun. Ihr könnt. So, jetzt brauchen wir tatsächlich mal wieder mehr Supplies. Was uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringt fast. Jetzt haben wir ein bisschen Einnahmen gemacht. Mal ein bisschen auftanken. Okay. Kaufen? Also wir können jetzt mal dich finden da unten, würde ich sagen. Du brauchst ehrlich gesagt irgendwann Modul noch, ne? Als Simmencheck da noch. Ich glaube nicht. Oh Gott, ich will dieses Ding niemals fliegen. Das ist schnell wie sonst irgendwas. Ach, warte, man brauche ich ja gar nicht. Ich kann ja auch eine Waffe geben.
Zum Beispiel diesen Long Range Point Defense Laser. Ist das nicht famos? Okay, und du? Cherry Battery. Oh, guck mal, Charlie ist da. Charlie ist pünktlich da, um erstmal am Wasser zu schnuppern, bevor er seine Pfoten reinhält. Jani? Härterchen? Werden wir sehen. Das Ding hier ist Anti-Fighter Area Ballistic. Die Frage ist ehrlich gesagt, ich will keine 6000 Credits für eine Waffe ausgeben. Medium Missile, kriegst auch immer die Harpoons hier. Und was ist denn Katzi? Katzi. Katzi. Okay, er geht wieder. Ja, aber Gorgon, sehr gut. Wir werden das Ding nicht selber fliegen. Deswegen kann das eh, sag ich mal, interessant ausgebaut sein, nennen wir es mal so. Lumina Heavy Cannon, Anti-Armor. Das hört sich gar nicht so schlecht an. Hier zwei Stück. Dann hier eine Mini-Flak. Da ist schon was drin. Hier nochmal Point Defense. Und zwei Vulkan-Kanonen. Wir könnten. So viel Spaß muss sein. Beziehungsweise so viel Symmetrie muss sein, wa? Wobei hier leid, du im Schingers, das machen wir hier hinten. Ja, ich denke, das ist okay. Anti-CV-Cruiser, ach ja. Wir haben uns ja echt einen Kreuzer geangelt, ne? Der Buckles braucht. Flux Adjacent hat ein Subsystems. Das war's fürs Erste. Okay. So, du kommst hier hin, du kommst dahin. Wir bleiben aber im Dingsbums Wohl 4 drin. Wäre natürlich ein Schiff, wo ein Offizier, glaube ich, echt gut wäre, aber ich habe Angst, Offiziere zu rekrutieren, weil die so fucking teuer sind, ne? Solange wir kein stabiles Einkommen oder nicht irgendwie stabile Menge an Geld haben, ja? Vertex Light Carrier. Colossus Mark 3, ja. Transpredator. Nope. Also. Zeig mir doch mal eben. Ja, du läufst ja nicht weg. Ihr seid noch 20 bzw. 11 Tage. Best Exact Location Unknown. Wirklich? Base have been targeting. Was sind der Gamma Sunda Star System? Im Gamma Sunda System, das ist doch da, wo wir sind. Quasi. So, daneben. So. Ja, ja. Alles gut, drei Tags. Wir haben jetzt echt eine Pirate Base an. 90.000. Ich denke, wir können das schon packen, wenn es eine kleine ist. Mit nur einer Seite. Wir haben einen Kreuzer. Oh. Ah ja, und hier draußen ist auch ein bisschen was los. Hier alle gegen alle. Ludwig Parf, Jungs. Bist du ein Junker-Klasse gerne baut? Natürlich nehmen wir das mit. Also nicht so mitnehmen.